Im Hafen von Bern im Frühling. Vor vielen Jahren fragte ich in einem Tabakgeschäft in Bern nach kubanischen Zigaretten, Batagas. Das freundliche Mädchen, das mich bediente, war offensichtlich noch nicht lange hier, wohl erstes Lehrjahr. Es schaute mich mit großen, ungläubigen Augen an, und ich wiederholte meine Bitte. Sie schaute noch einmal, diesmal verträumt. Vielleicht sah sie jetzt Palmen und Sonne und ein blaues Meer. Und dann sagte sie, einen Augenblick bitte. Ging nach hinten und kam nach einiger Zeit zurück. Nein, sagte sie, wir haben im Augenblick keine mehr. Und Obmann? Fragte ich, wir haben im Augenblick überhaupt keine kubanischen Zigaretten mehr. Und ich fragte, ob sie wieder welche haben werden und wann. Und wieder ihr Blick und ihre wunderbare Antwort, die mich hier in Bern und hier von diesem schüchternen und verträumten Mädchen überraschte. Wissen Sie, wir haben bereits September. Jetzt kommt wohl kein Schiff mehr an. Im Frühling vielleicht wieder. Und seither oft im Frühling. Und eigentlich nie im September fällt es mir wieder ein. Jetzt kommen vielleicht die ersten Schiffe an. Mit Zigaretten für Bern. In der Schweiz. Und ich sehe das staunende Mädchen vor mir und ich lächle. Geografie ist bei allem Elend in der Welt und bei dauernd zunehmendem Elend etwas Romantisches geblieben. Die weite Welt, die Palmen, die Sonne, das Meer und schon ein kleiner Schritt über die Landesgrenze. Sei das auch nur auf dem Atlas und es beginnt danach zu riechen. Warum, frage ich die Frau, die mir zufällig sagt, dass sie mit ihrem Mann für 2 Wochen in die Karibik gehe, wohin sie denn genau gehe? Ich war noch nie dort und würde die Gegend auf der Weltkarte wohl finden, aber nicht auf Anhieb. Und sie sagt die Namen von 2 Inseln, die ich noch nie gehört habe, und ich nicke und sage, aha. Die Namen klangen gut. Und wo liegt eigentlich Togo? Irgendwo in Afrika. So wie Sommiswald im Bernischen liegt oder irgendwo in der Schweiz. Und wenn einer sagt, er komme von der Elfenbeinküste, kriegt er vom Schweizer die Antwort, ich war schon 3-mal in Kenia. Das liege ganz anderswo, sagt der Erste, und der Zweite sagt, aber in Afrika. So weit weg kann das ja nicht sein. Sollte aber ein Amerikaner die Schweiz und Schweden als dasselbe empfinden, dann werden wir empfindlich. Jahre nach meinem Zigarettenkaufversuch in Bern traf ich irgendwo in Amerika, Kentucky, in einer Bar einen alten Mann, einen Mexikaner, der schon lange hier lebte und dessen Englisch glücklicherweise immer noch so schlecht war wie meines, so dass wir uns recht gut verständigen konnten. Er fragte mich nach meiner Herkunft und als ich Switzerland sagte, sah ich, wie sein Kopf verzweifelt in der Geografie wühlte. Und dann fragte er, wie heißt eure Hauptstadt? Bern.
sagte ich, und er begann über das ganze Gesicht zu strahlen, klopfte sich auf die Schenkel und sagte, ja, im Hafen von Bern, da sei er oft gewesen. Er sei lange zur See gefahren, Handelsmarine. Ich wollte schon meine gut schweizerische Schulmeisterei auspacken und ihn korrigierend belehren, als mir die Erinnerung an das Mädchen im Berner Tabakgeschäft zu Hilfe kam. Warum nicht? Warum soll er jetzt, wo er sich doch so freut, nicht im Hafen von Bern gewesen sein? Und ich entschied mich freundschaftlich dafür, dass es mir nichts ausmacht, wenn Bern für einmal am Meer liegt und einen Hafen hat. Dann kennst du sicher auch die kleine Spelunke, die schmutzige und laute, gleich links in der kleinen Gasse, die Ankerbar. Die mit der vollbusigen, schwarzlockigen Kellnerin, ruft er aus und ich sage gelassen, die Jane. Und er hat bereits eine kleine Träne im Auge und fragt, ob sie denn noch lebe, die Jane. Und ich sage, ja, wohl schon, aber sie arbeitet schon lange nicht mehr dort. Wir werden älter, mein Freund. Amigo, sage ich. Und er sagt, wem sagst du das? Und wir erzählen uns durch die Geografie von Bern. Und ich sehe das alles. Die Kneipe, den Wirt und die Jane und den großen Fischmarkt unten am Hafen. Und ich kriege Heimweh. Heimweh nach meiner Hauptstadt Bern. Nach der Ankerbar und nach Jane. Und auch er wischt sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen. Und in Bern steht wohl eine ältere Frau in einem Tabakladen und wartet auf das Schiff, das kommen wird im Frühling.